Ein Imam hat einem Bruder gesagt, er darf eine Christin heiraten, mit der er eine unerlaubte Beziehung geführt hat. Stimmt das? Das stimmt nicht. Wenn jemand mit Christen, wenn ein Muslim mit Christen eine Beziehung, voreheliche Beziehung gehabt hat und Zina gehabt hat, dann müssen sie beide erstmal, um zu heiraten, sie müssen Reue zeigen, sie müssen Tauber zeigen, sie müssen richtige Reue zeigen. Okay, die Reue von einem Muslim haben wir verstanden. Aber wie macht eine Christin Reue? Das ist die Frage. Wie soll eine Judin oder eine Christin Reue zeigen? Wo soll eine Atheistin Reue zeigen? Sie hat nur einen Weg, das ist der Islam. Sagen wir ja, es zwingt so, ne? Wir zwingen nicht. Keiner hat den Mann oder diese Frau gezwungen, Zina zu machen. Keiner hat sie gezwungen, auch zusammen zu bleiben. Für uns ist die Religion wichtiger als sogenannte Liebe, die nicht echt ist. Wäre diese Liebe echt, dann hätte man keine Sünde begangen. Und die Frau sollte den Mann schützen und der Mann sollte die Frau schützen, dass sie keine Sünde begehen, wenn die Liebe echt ist.